Schon ein bisschen misleading, schon ein bisschen irreführend, dass die goldene Kanone hier nach oben gezeigt wird auf dem Schild, aber man eigentlich, naja, einfach hier hochgehen kann, dann ist man schon direkt da. Bisschen seltsam, oder? Aber damit willkommen zurück zu Mario und Luigi Brothership. Wir haben das jetzt mal eine kleine Insel gemacht, Floor hieß sie. Und jetzt können wir schon zum Gigaleuchtturm. Wir haben alle Inseln im ersten Bereich scheinbar gemacht, aber Coletta hat sich Pause gegönnt und... Ja, wir sollen sie jetzt aus der Pause rausholen, aber reden wir erstmal mit den glücklichen Bewohnern hier. Falls ihr Coletta sucht, sie ist nach Floor gereist. Sie wirkte irgendwie ganz, ich weiß nicht, hibbelig? Muss wohl was Wichtiges sein. Okay, habt ihr irgendwas zu sagen? Hast du irgendwas mit deinen Haaren gemacht? Die sehen so anders aus in letzter Zeit. Aha, endlich fällt es jemandem auf. Kennt ihr Twister aus Twisterland? Ich verwende jetzt das Haarwachs, das sie entwickelt hat. Oh, wie entzückend, ich liebe ihre Narben. Ich habe gehört, dass sie zurzeit etwas Neues ausprobiert und sie sucht dafür noch Testpersonen. Ach wirklich? Wie interessant. Hoffentlich ist es keine Geschäftsidee, bei der einem die Haare zu Berge stehen. Das will ich hoffen. Okay, sollen wir also zurück zu Twister? Ja, hier ist auch eine neue Mission. Klingt, als würde Twister halt etwas Neues arbeiten. Vielleicht kann sie noch Hilfe brauchen. Gehen wir doch erstmal nach Twisterland. Warum wurde eigentlich das Land nach ihr benannt? Hat sie Mario Party dort gewonnen? Naja, ich renne da mal hin. Einfach direkt die Röhre hier nehmen am Marktplatz, die ein bisschen weiter oben ist. Und dann sind wir auch schon direkt hier. Hallo. Oh, wenn das mal nicht Mario und Luigi sind. Euch geht's soweit gut, hoffe ich. Klar. Das freut mich ganz ungemein. Wisst ihr? Hä? Selbstredend ist es ein wahrer Segen, dass der Connector nun auch hier wieder fließt. Aber das reicht mir vorne und hinten nicht. Es könnte noch besser sein. Jawohl, ich habe also hin und her überlegt und ich ziehe ein neues Geschäft auf. Twister Sport trainiert die Köpfe. Twister Sport ist echter Sport. Zuerst seht ihr, danach rennt ihr. Alle Welt spielt Twister Sport. Tada, yeah! Ah? Das ist das Intro für mein neues Spieleprojekt. Nicht übel, oder? Oh, da unten. Da war einfach erstmal gar nichts. Darum erfreut es sich auch schon riesengroßer Wirbel. Ach, die lässigen Biester sind der Grund, dass niemand mehr auf unsere Insel kommt. Ah, diese Kreaturen, warum müssen sie sich ausgerechnet zu mir so hingezogen fühlen? Aber vielleicht suchen sie ja das Weite, wenn jemand mein Spielchen absolvieren könnte. Ich bezweifle nur, dass ihr das schafft bei der Menge an ekligen Getiermachen, Luigi. Ja, das wird Klacks. Ach, jetzt erst recht? Na, es ist ja nicht so, als würde ich es euch überhaupt nicht zutrauen. Dann mal viel Glück beim Twister-Sport, Gentlemen. Gentlemen? Let's go. Und wir kriegen einen Picknickhammer dafür. Der ist gut. Den habe ich noch nicht gekauft. Also, was sind das jetzt hier eigentlich? 4? 8? Oh. So viele Zahlen. Eine Zahl mehr und ich platze. Nee, Mario! Hey, ich hatte eine Idee. Ja, was ist denn deine Idee? Oh. Oh. Bonk. Oh ja. 1. Warum rennst du schon los, Idiot? Oh ja. Bonk, bonk. Bonk, bonk. War mir gerade selber nicht sicher. Nee, ich hab das nächste. Oh ja. 1, 2, 3, 4, warte, 5, das haben wir auch schon gewartet, Idiot, jetzt haben wir's. Aber was soll das ändern? Meinen herzlichen Glückwunsch! Kommst du aus dem Busch raus? Twister-Sport trainiert die Köpfe, Twister-Sport ist echter Sport. Zuerst zählt ihr, danach rennt ihr, alle Welt spielt Twister-Sport. Wie ihr wisst, seid ihr die ersten beiden Wagenbrüder, die mein Spiel absolviert haben. Das ist prima, das ist toll, meine zwei... Ah! Chill mal, die sind noch weg. Die konnten das nicht mal ertragen. Oh, die kleinen Biesterchen haben die Waren des Waldes gesucht. Was für eine Erleichterung. Jetzt können alle kommen, um mein Spielchen zu spielen. Ich will aber deine Spielchen nicht spielen. Ich danke euch von Herzen. Bitte nehmt euch diesen Preis als Belohnung fürs Spielen. Greift zu und habt Freude dran. Yeah. Warte, wenn du die ganze Hammer hattest, warum hättest du nicht vorher geben können? Na, ist ja auch egal. Aber ja, kleine Logiklücke? Wer weiß. Picknick-Hammer! Könnte ich Mario geben? Ich muss immer wieder wechseln, damit ich mal Luigi gucken kann.
Oder ich gebe es lieber Luigi, damit er auch Hammerattacken machen kann. Boah, Sprung und Hammer ist bei mir jetzt gleich stark. Bei Mario hat nicht mehr so gute Items, merke ich gerade. Hm. Mama mia. Ups. Ich habe das Gefühl, dass Cornetta vermutlich auf dieser einsamen kleinen Insel ist. Hier auf dieser, in diesem Gebiet. Oder nicht? Oh, da vorne ist sie ja schon. Okay. Oder sie rennt jetzt dorthin. Das geht. Diese kleinen Blumen sind wirklich allerliebst. Es hat sich definitiv gelohnt, für meine Zeichnungen hierher zu kommen. Oha, seid mir gegrüßt, meine oberlippenbärtigen Gentlemen. Meine Wenigkeit fertigt Blumenkronen an, um damit Farbe in das Leben anderer zu bringen. Nach einem Intensivstudium auf Schwankum bin ich unter die Freiberufler gegangen. Wenn ihr den Kopf einer Braut zu schmücken gedenkt, bin ich die erste Wahl in Connectania. Weißt du, Bro, ich hatte schon eine Hochzeit, die war nicht gut. Ah, neue Ideen strömen auf mich ein, ich muss sie sofort festhalten. Die Arbeit ruft meine oberlippenbärtigen Freunde, auf Wiedersehen. Erwähne nie wieder Hochzeit in Marios Nähe. Er kriegt davon Trauma. Ich kam von Schwankum hierher, um Spaß zu haben und um mich inspirieren zu lassen, aber bislang kein Glück. Außer mir gibt es hier wohl einfach zu wenig Künstler. Ach was. Hey, Cornetta. Wahoo! Oh, hallo Mario, hallo Luigi. Kannst du da rüberfliegen? Hä? Ihr habt mich gesucht? Oh, tut mir leid, ich wollte euch keinen Ärger machen. Hier war ich oft mit jemandem, den ich bewundert und von dem ich viel gelernt habe. Oh, wem? Wer ist es denn? Diese Person. Sie hat mir beigebracht, was ich als Vatanikerin wissen muss. Oh. Wer ist er denn? Sehen Sie nur! Klein Cornetta, sieht genau gleich aus. Ist diese Blume nicht schön? Das ist sie in der Tat. Das sind doch mehr. Dann nehme ich die hier mit. Oh, aber Cornetta, wenn du diese Blume mitnimmst, wird sie dann nicht einsam sein? Ha? Oh. Bring sie entweder zu den anderen Blumen oder leiste ihr selbst Gesellschaft. Es ist deine Wahl, Cornetta. Okay. Immer diese Stecker. Alle Menschen hier sind nur Stecker. Oder Outlets oder was auch immer. Diese direkte, aber auch gültige und nicht zuletzt weise Art. Ein wirklich großartiges Vorbild. Und wo ist er jetzt? Wir werden den Gigaleuchtturm wieder erstrahlen lassen. Ihr und ich mit euch. Wie es die Aufgabe einer Vatanikerin ist. Das hat meine Frage nicht beantwortet, aber ja, okay. Das ist mir egal. Okay. Sehr schön. Warte mal. Oh. Mir fällt gerade was auf. Gehen wir nochmal bitte hier hin zurück. Weil hier ist ja noch so ein Abdruck. Ich glaube, ich habe hier was übersehen. Also jetzt no joke. Ich meine, das ist, glaube ich, ziemlich egal. Aber die Dinger zeigen ja immer an, dass da was ist. Habe ich recht? Dann werde ich das nochmal eben nachholen. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Ah, warte, stopp. Wir wollten... Gibt es keine Abkürzungsröhre? Nö, gar keine. Okay, aber wir wollten ja noch hier entlang, um auf die... Jetzt. Um auf diese einsame Insel zu gelangen. Da fliege ich mal ganz schnell hin. Da sind wir auch schon. Und ich kann auch einfach direkt die goldene Röhre benutzen. Um wieder zurückzukommen. Badadam, Sirup und eine Nuss. Und. Ein Geschwindigkeitshandschuh. Und ja, wir sind hier wirklich. Hier ist wirklich ein Riff in der Nähe. Gehen wir schnell zurück und holen es uns. Oder schauen Sie es uns an, wie man will. Geschwindigkeitshandschuh, die kann man sich aber auch kaufen. Oder habe ich die nicht sogar gekauft?
Ich hoffe nicht. Ja, sonst kann ich sie ja verkaufen für ein bisschen was. Für ein bisschen. Aber jetzt bitte ganz schnell zurück. Hä? Was geht ab? Ein Glück, ihr seid wieder da. Ich muss euch etwas Wichtiges sagen. Hm? Es sieht so aus, als gäbe es eine Strömung zur Gigaleuchtturminsel. Ja, wissen wir. Die haben wir auch freigeschaltet. Ich finde das immer noch so cool, wie die ganzen Inseln mitgeschleppt werden. Irgendwann ist es eine riesige Insel wieder. In einer Welt, die dann zu 90% aus Wasser besteht? Das ist ja ein bisschen gruselig. Vielleicht kriegen wir den Baum ja tatsächlich wieder zum Leuchten. Richtig, strahlen soll er. Genau, je schneller wir zum Gigaleuchtturm kommen, desto besser. Beeilen wir uns. Oh yeah. Seid aber bitte vorsichtig. Stimmt, fast vergessen. Irgendwelche fiesen Gestalten haben mir den Leuchtturm gekapert. Stimmt. Das ist er also? Wer ist er denn? Möchte gern Elvis. Nein, böse Leuchtis. Nein, was haben sie mit euch angestellt? Das ist ein bisschen aus wie Rotom. Oh. Das sieht aus wie dieses eine gescrappte Minecraft-Vieh. Die Musik hat mich irgendwas erinnert. Fangen sie ein bisschen wie so ein Superstar-Saga-Song. Wir wissen immer noch nicht, wer dahinter steckt und warum. Macht euch auf alles gefasst. Bereitet euch hier auf Capitan Burra vor und dann los. Mario! Luigi! Gibt es irgendwas, mit dem wir euch behilflich sein können? Oh, ich weiß was! Wie wäre es, wenn wir Capitan Burra ein bisschen beschleunigen könnten? Das habt ihr euch bestimmt auch schon oft gefragt. Ja, auf jeden Fall. Kriegen wir so Wind Waker HD-mäßig ein neues Segel? Wer kümmert uns drum? Oui? Aber wie wollt ihr das anstellen? Also, wisst ihr noch diese seltsamen großen Blätter, die es auf Floorflock gab? Daraus basteln wir Fächer und wedeln damit, dass das Zeug hält. Ja, wir machen das auch mal nützlich. Zusammen mit der Kraft des Collectors wird Capitan Burra dann viel schneller, glauben wir. Wow, ich bin stolz auf euch, Little Toadies. Ein sehr hilfreicher Nebeneffekt der Inselanbindung von Mario und Luigi. Oh, yeah. Also, wenn ihr ganz besonders schnell durch die Wellen pflügen wollt, dann werden wir jedeln wie verrückt. Tippitoppi, ihr bereitet alles vor! Yeah, schneller segeln, schneller segeln, nicht leichter als das. Auf der Seekarte kannst du durch Drücken von X Capitan Burra mit aktiviertem Turbo übers Wasser sausen lassen. Ja, gut so. Port eine neue Insel oder ein Riff am Horizont auf, segelt Capitan Burra wieder mit normaler Geschwindigkeit. Perfekt, um sich auf Mission konzentrieren zu können. Verzeihung? Wir haben gerade darüber gesprochen, wie gern wir euch doch helfen würden. Ich bitte darum, mir kurz zu folgen. Meinetwegen. Halt mich zwar ein bisschen auf, aber gut. Oh, während wir geredet haben, ist es einfach weiter geschwommen, das Schiff. Okay. Da habe ich wohl Pech gehabt. Hier lang? Was passiert denn hier? Connetta hat uns alles erzählt. Wir wollen euch dabei helfen, Connectania wieder herzustellen. Allerdings sind wir nicht gerade Abenteuermaterial wie ihr. Okay. Aber wie wär's damit? Wir könnten euch beraten. Beraten? Mit beraten meinen wir, dass wir euch hilfreiche Tipps geben. Ach was, braucht ihr nicht. Was? Das hätten wir nicht extra erklären müssen? Na jedenfalls. Mario, du bist auf Level 8. Luigi ist auch auf Level 8. Ihr könntet beide ein paar Level mehr vertragen. Wenn ihr stärker werden wollt, empfehle ich euch, auf Floorfloor zu trainieren. Ich schaue mir mal eure Ausrüstung an. Zum Thema Hammer. Der Hammer von Mario könnte etwas mehr Wumms vertragen. Im Moment würde ich den Picknickhammer empfehlen. Hosen sind quasi mein Spezialgebiet. Was haben wir denn da? Hosenmäßig könntet ihr beide besser ausgerüstet sein. Meine Empfehlung wäre momentan eine Picknickhose. Was die Stiefel angeht, ja, nee, Mario, die sind Schnee von gestern. Du brauchst neue Yeezys, ja? Da fehlt einfach der Kick. Ja, Picknickstiefel sind jetzt voll der Schrei. Die beste Ausrüstung findet man momentan wohl auf Capitan Burra. Und wenn einem die nötigen Münzen fehlen, kann man ja ein paar Kämpfe bestreiten. Wenn es euch einen Münzen oder Leveln fehlt, müsst ihr einfach mehr Kämpfe bestreiten. Der schnellste Weg aufs Level besteht darin, auf angebundenen Inseln zu kämpfen. Na, was meint ihr? Ich hoffe, unsere Beratung hat euch weitergeholfen. Ich lasse mir doch nicht von irgendwelchen Inselbewohnern sagen, was ich zu kaufen habe. Ich werde überall auf den aufgebundenen Inseln nach neuen Infos suchen, angebunden. Wenn ihr mal eine Beratung braucht, kommt zu uns. Ja, das ist von euch, aber wir sind keine Noobs.
Ja, sprecht uns ruhig an, bevor ihr euch zu einer neuen Insel aufmacht. Ja, kann man machen, aber nee. Und jetzt schnell. Bitte. Lasst mich das schnell erledigen. Da. Grübelriff. Gibt es so eine echte Statue, die so ähnlich aussieht? Ich meine schon. Ja, das ist cool. So, und jetzt bitte nach drüben. Grübelriff, ein Riff in der Forstsee, worüber es wohl nachdenkt. Ja, es denkt darüber nach, ob es schon ein Leid da gelassen hat. Ja, haha. Das ist es. Mission haben wir gerade keine. Ich glaube, es gibt doch gerade nichts zu tun, außer halt zu warten, bis wir da sind. Ich meine, wir können es mal beschleunigen. Turbo an! Oh mein Gott, ist das schnell! Okay, das ist krass. Nee, das fühle ich, das feiere ich. Ich dachte, es sei halt doppelt so schnell, aber das ist ja vierfach so schnell oder so. Haben Sie mich wohl mal mitreden lassen? What? Oha. Schaut euch das, schaut euch den Typen mal an! Oh. Ehrlich gesagt, ich will erstmal da unten das holen. Aber wow. Ich bin positiv überrascht. Das fühle ich. Perfekt. Dann das Riff abholen und dann zum Gigaleuchtturm. Oh, Kalmar Riff. Ein Blooper, ein Riesenblooper. Oder ein Kalmar. Je nachdem, wie man es will. Genau. Kalmar Riff, ein Riff in der Forstsee. Seine Augen scheinen dir überall hin zu folgen. Das glaube ich auch. Da ist es, gerade gespawnt. Land in Sicht, Forstsee, Gigaleuchtturminsel. Ich würde sagen, los geht's. Auf und davon. Auf und davon. Da ist sie, unsere erste Gigaleuchtturminsel. Die sollte ich mir auch mal genauer ansehen. Schließlich kann nur eine Verteidigerin das Licht eines Gigaleuchtturms zurückbringen. Am besten macht ihr zwei euch schon mal auf den Weg zum Gigaleuchtturm. Ich folge euch. Mhm. Ja, da war ich sowieso jetzt hin. Los geht's! Juhu! Ja, es gibt das immer, weil das haben wir schon 20 Mal gesehen. Das reicht dann auch. Wir werden hier bestimmt auf unseren ersten Boss stoßen, unseren richtigen Boss. Wir hatten da schon mal letztens einen, ich sag mal, kleineren Zwischenboss, aber das hier wird nochmal ein heftigerer Boss, denke ich. Oder der andere zählt schon als erster Boss, ich weiß nicht. Ach, Luigi. Tut so weh auf der Nase. Soll ich mal Küsschen geben? Auf die Nase. Ein Auerbubu. Hä? Ja, nee. Ich bin ein Mann. Ich geh das hin. Okay. Wie du meinst, Kollege. Wie du meinst. Alles klar. Die Insel sieht sehr klein aus, aber das liegt auch nur daran, dass die Insel selber nicht viel zu bieten hat, sondern nur das Innere zählt. Mein Gott, dieser Haufen Boxen. Das ist einfach hier Mario Party Minigame. Oh mein Gott. Crazy. Hier gibt es auch irgendwie gar nichts. Auch keine Leuchtis und so. Also zumindest hier außerhalb nicht. Hier gibt es aber noch einiges an Erkundung. Das finde ich schön. Die Insel hat tatsächlich noch etwas zu bieten. Hier ist sogar ein Shop. Falls man was übersehen hat. Ich weiß nicht. Ernsthaft, hier ist nichts? Okay, warte. Vielleicht kommt da später eine grüne Röhre hin, dass man von innen wieder nach außen kommt. Also ganz schnell. So abkürzungsmäßig. Das will ich doch mal hoffen. Weil sonst ist es enttäuschend. Achso, stimmt, wir haben ja Ausrüstungsgegenstände bekommen. Lass uns mal kurz abchecken. Ich wusste es. Es ist genau der Handschuh, den ich schon gekauft habe. Dang it! Für Luigi? Ja. Hm, nee, lass mal. Lass mal sein. Die können wir rausziehen für ein bisschen Cash. Ich glaube, hier einfach nach oben. Da gibt es noch was zu erkunden. Da gab es auch noch links was. Naja, eins nach dem anderen. Ich kann mich nicht um alles gleichzeitig kümmern. Oh, der ist böse. Und dann ist es so ein Zehner, der hat den Wall-Up versteckt. Warte, hier ist ein Eingang? Was ist denn hier ein Eingang? Luigi, mach doch. Was ist denn hier ein Eingang? Ehrlich gesagt, will ich den jetzt noch nicht machen. Ich spare mir den auch für später, weil vielleicht kann man da auch erst später rein. Ich will erstmal die Vordertür probieren.
Ich weiß nicht, ich finde das komisch. Gehen wir zur Vordertür. Die ist ja direkt hier. Mit einem schönen Symbol drauf. Ach, geht's gar nicht auf? No, 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 no. Mario. Da können wir wohl nicht so einfach reinspazieren. Richtig. Okay, also können wir nur durch den Hintereingang. Alles klärchen. Ich wollte es ja nur erstmal probiert haben. Wow, ja. Da ist es ja. Sieht komisch aus. Hat so ein bisschen Pikmin-Vibes, finde ich. Sieht aus wie so eine kleine Vase, aber hochskaliert. Hat so wirklich so Pikmin-Vibes. Gehen die Treppen hinunter. Und sind im Untergrund 1. Warte mal. Da oben. Wir werden beobachtet. Von bösen Leuchtens. Vielleicht können wir sie ja in nette Gute wieder zurückverwandeln. Wäre zumindest so keine Hoffnung von mir. Ist hier vielleicht was? Warum leuchtet es hier sonst so? Nee? Einfach nur so. Verstehe. Hier gibt es 2 Wege. Und Gegner! Okay, hätte ich erwarten müssen, dass sie Gegner sind. Was ist das für einer? Was ist das denn für ein Typ? Wow. Ah, er ist eingeschlafen. Seltsam ist Tangela. Nickerling. Er macht ein Nickerchen. Bong. Ja, dann schlaf doch mal. Schlaf, Nickerchen ein. Danach stelle ich dir Bein. Dann kippst du um. Du hast keinen Mumm. Schlaf schön ein. Ah, nee, komm. Ich will den Bro-Move jetzt nicht verschwenden. Bam. Machen wir mal einen Konter, das wird schon reichen. Hä? Oh! Ich habe ihn aufgeweckt aus Versehen. Wenn ich den Hammer nicht sofort drücke, dann wäre er wahrscheinlich auf mich zugedüst, während er schläft. Okay, interessant. Level up! Endlich! Und die meisten sind hier schon bestimmt. Wahrscheinlich Level 11, 12. Ich mach's langsam. Aber keine Sorge, wenn wir am Ende des Spiels sind, werde ich auf jeden Fall nochmal ganz viel Level holen. Damit ich noch vor dem Endbosskampf alle Ränge erreicht habe und mich vorbereiten kann. Weil alle Ränge will ich auf jeden Fall erreichen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich habe. Also, keine Sorge. Dum-ba-da-ba-da-bam. Was ist denn für einer? Oh, hell no. Hey, warte mal. Okay. Interessant. Nein! Ah, Mist. Ich wollte meinen Hammer rausholen. Zu spät. Den Pixo-Mixo. War wohl nix so, hä? Huh? Wow. Bonk. Sehr gut. Nochmal. Bonk. Okay, nach dem zweiten Mal Drehung, nach der zweiten Drehung ist es einfacher, die zu treffen. Ja, komm, greif einfach an. Ist okay. Donk, donk, bam, zack. Der lebt noch. Holy. Was soll das denn? Weg mit dir. Oh, ein toller Treffer. Oh, verdammt, voll aufgepiekst. Oh, die Nase blutet. Nein. Mario, du kannst Pilze jetzt vertragen. Du könntest einen Pilz vertragen. Und weißt du was? Ich bin sogar so lieb und nett. Und ich gebe ihn dir. Bitteschön. Gönn ihn dir. Luigi, du hast nur 1 KP genommen. Du chillst auch ohne. Einen leckeren, saftigen, schmatzigen Pilz. Mario, Luigi! Coletta? Warum verfolgst du uns? Das sind Gegner. Wir sind drin. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich bin zwar klein, aber immer eine Verteidigerin. Wenn du versuchst, irgendwie knallhart zu klingen, dann hast du es nicht hingekriegt. Du weißt genauso gut wie wir, wie gefährlich das hier werden kann. Ja, weiß ich. Aber ich bin froh, hier zu sein. Hä? Seht ihr diese undeutlich da? Das wird ausdeutlich, denn wenn...
wenn sie vom Connector abgeschnitten werden. Es ist nur noch ein Minimum an Restenergie in ihnen verblieben. Ich bin nicht überrascht, die hier zu sehen, da der Igelleuchtturm nicht mehr leuchtet. Ich werde versuchen, euch nicht im Weg zu sein. Ich muss mit eigenen Augen sehen, was hier im Igelleuchtturm geschieht. Außerdem will ich ihn wieder erstrahlen lassen. Okay, aber pass gut auf dich auf. Na, das sind Gegner. Viele Gegner. Das ist so viel. Wenn ich euch begleiten würde, wäre ich euch vermutlich nur im Weg. Darum warte ich wohl besser hier. Und ihr seid vorsichtig, ja? Okay, aber geh nicht so nah an diesen Undeutlichtern ran, ja? Die sind mir ungeheuerlich ungeheuer. Diese Ungeheuer. Pass bitte einfach auf. Warte mal. Kann ich die anmachen, wenn ich mich drehe? Hab gedacht, ich kann mich so schnell drehen, dass das so ganz viel Luft erzeugt, dann dreht sich das so ganz schnell. Nee, leider nicht. Was steht da? Verdammt, ich hab's aus Versehen geskippt. Irgendwas mit der Brücke. Ja, da oben ist eine Brücke. Stecksel Memo 1. Wer Treppen runterlässt, zieht sie wieder hoch, sonst wird das Frühstück gestrichen. Okay. Ne, da können wir glaube ich nichts unternehmen. Schauen wir uns erstmal hier noch mal ein bisschen um. Oder geht's eh nicht weiter? Wir müssen nach ganz rechts. Aber warte, bevor ich das mache, möchte ich mich hier noch ein bisschen weiter rechts, mittig, was auch immer, umschauen. Da oben ist doch ein Block. Den dürfen wir nicht verpassen. Das geht gar nicht. Das verpassen geht echt nicht. Okay. Ja, wo geht's lang? Hier gibt's jetzt so ein paar, mehrere Abzweigungen. Wir haben verschiedene Wege, die wir einschlagen können. Ah, nimm das! Nimm das! Yeah! Luigi, yeah! Gut gemacht, Mabo! Du kriegst jetzt aufs Maul, denn du bist der Einzige, der da hinten chillt. Du hast verdient! Wow, was kriegst du denn, wer du bist? Das ist eine Nullnummer, ein Nullkommakopf. Bonk! Sehr schön. Tschüss. Komm, Luigi. Mach deinen Kupferpanzer. Dann sind sie alle auf jeden Fall down. Okay. Ja. Ja. Gut so. Ja. Und jetzt der Finisher. Bam, bam, bam. Alle explodieren sie. Und er hat eine Frischwurzelbäcker. Wie nett von ihm. Was? Wir sind schon bei der Hälfte des Level-Ups? Oh. Ja, gut. Die sollen wir auf jeden Fall öfter besiegen, die Viecher. Weiß nicht. Vielleicht doch nicht. Oh, Münzen, Münzen, Münzen. Mist. Vielleicht wären da mehr Münzen drin gewesen, hätte ich so lange gebraucht. Wer weiß. Komm ich da eigentlich schon lang? Oh. Dip! Das ist so ein Sound von Mario. Einfach dip! Vielleicht hat er nicht richtig Vielleicht hat er nicht richtig abgespielt, ich weiß nicht. Ich hab gedrückt! Betrug! Mando! Pizzo, Mixo! Pizzo, weg hier! Ich kann das nicht. Ja, klar, mach das nochmal. Oh, schöner Treffer. Oh, oh, ja, okay. Alles klar. Jo, jo, kein Ding. Okay, Spiel. Alles klar. Ja, das hat eine Brawl-Attacke verdient. Auch wenn der hintere überleben wird. Können wir mit Mario noch eine Brawl-Attacke machen? Den hinteren, damit er auf jeden Fall jetzt down geht. Aber es war ein toller Treffer auf den hinteren. Was ist das für ein Sound? Denn? Ja! Gut gemacht! Genau. Roter Panzer! Damit er auf jeden Fall jetzt down geht. Und damit wir den roten Panzer benutzen. Was zum. Wieso?
Oh mein Gott, oh mein Gott. Mario! Das geht ja komplett in die Hose. Guck dir Mario an. Oh yeah. Oh Mann. Freunde, hier in dieser Leuchtturmhöhle geht's gar nicht rund. Aber wir müssen trotzdem nächstes Mal gegen einen Boss kämpfen, der vermutlich ganz oben auf uns wartet. Also seid gespannt und vor allem seid dabei.